cooler Blitzschutz. Ich als ehemaliger Blitzschutzexperte habe das natürlich sofort inspizieren müssen, weil sowas kannte ich bisher noch nicht. So Strohdächer von Häusern, ja, mal was Neues. Ja, die Frage ist, wo bin ich denn hier und was mache ich hier? Kann ich euch verraten? Ich muss ablesen, St. Peter-Ording. So nennt sich der Ort. Ich blende euch das mal ein, also ziemlich direkt an der Nordsee. Und das ist 600 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Bin ich gerade ein Stück hergefahren. Warum? Ja, ich dachte mir, ich werde heute mal einen Schlafsack testen. Hier. Und da es bei mir zu Hause nicht mehr so richtig kalt ist, dachte ich mir, ich fahre in die Nordsee, weil da weht ja immer der Wind und da ist es etwas kälter. Und dann kann ich diesen Winterschlafsack von Squeezer mal genauer unter die Lupe nehmen. Am besten mit Zelt, aber da ich jetzt hier keine Wiese gefunden habe, werde ich das Ganze hier in meinem Auto testen. Hallo Freunde. Nee, Spaß beiseite. Also ich bin hierher gefahren, weil ich einen potenziellen Käufer für den Duotz, diesen Scooter, diesen schnellen hatte oder habe. Der hat den jetzt hier gerade schon Probe gefahren. Und er hat mich gefragt, ob ich ihn ausliefern könnte. Er wird es auch bezahlen. Er wohnt hier in einer super tollen Gegend, direkt an der Nordsee, mit dem schönsten Strand überhaupt. Und das wäre auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Ja, ich habe mich überreden lassen und habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich wollte eh mal wieder raus von zu Hause, mal weg. Und deswegen, ja, bin ich jetzt die 600 Kilometer hier gefahren. Wie ihr seht, ich habe nicht nur den Schlafsack dabei, den ich tatsächlich auch wirklich testen möchte, weil den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Nicht nur einen, sondern zwei. Ihr ahnt es vielleicht, Fahrradwohnwagentreffen Deutschland 2024, gibt es ja die Tombola. Und unter anderem gibt es einen dieser Winterschlafsäcke, Wert von, ich glaube, 100 irgendwas Euro, zu gewinnen. Und ob dieses Teil was taugt, werden wir spätestens morgen früh erfahren, wenn ich dann hier aufgewacht bin, ja, und noch lebe. Aber ich denke schon, es wird nicht so sehr kalt. Das Wormai-Nomad kennt ihr ja auch schon von meinen Videos, habe ich hier auch dabei. Und damit fahren wir jetzt mal an die Nordsee, an den besagten Strand. Viel Spaß mit den weiteren Aufnahmen. Wurde schon gesagt, sehr touristenlastig hier. Hier wimmelt es ja nur so von Menschen. Zwei Kilometer hat er gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich richtig abgebogen bin. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Je weiter ich fahre, je höher ist die Gefahr, dass ich mich verfahre und nicht zurückfinde. Nee, da muss doch eh laufen. Treppen hoch macht sich schwer. Dann folgen wir doch mal den Weg. Sieht vielversprechend aus, aber ich denke, wir kommen dann zum Strand. Ja, kalt.
Für diese Brücke braucht man, glaube ich, eine Karte. Also man muss das bezahlen. Da sind mir zu viele Leute. Das tue ich mir nicht an. Ich fahre jetzt einfach mal hier an dieser Küste weiter und versuche niemanden um den Haufen zu fahren hier. So viele Leute sind hier und das im Winter. Echt kalt hier. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder in die Richtung, wo ich hergekommen bin, weil das sieht in die Richtung genauso aus. Und bevor ich mich echt verfahre, ich will es nicht riskieren. Ja, aber schön hier. Im Sommer wahrscheinlich noch schöner. Die Nordsee mal jemals bis hierher kommt. Keine Ahnung, die haben ja so einen Wall gebaut. Hochwasser. Ich da reinfalle. Ich gehe mal hier runter. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich habe jetzt den Originalton von der Insta 63. Ich habe noch kein externes Mikrofon. Wenn nicht, mache ich eine Nachvertonung. Ist das nicht ein Mikroabenteuer? Also ich find's geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das möglich ist. Ob das so eine gute Idee war, in das Salzwasser reinzufahren, ist mir im Nachhinein so in den Sinn gekommen. Geht! Ey, ist ja gar nicht so kalt! Komm her, meine Welle! Noch ein Stück, los! Ja, los! Oh, gut! Hui! Ich muss sagen, es war warm, weil meine Hände so kalt sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das Wasser ist noch kälter als meine Hände. Könnte ich auch mal eine Runde baden gehen, da wird mir dann wärmer.
So, ich fahre jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich habe mich wirklich verfranst. Ich bin irgendwo von da ganz hinten gekommen. Aber irgendwie von da. Oder doch. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Notfalls schalte ich das Navigationsgerät an. Ich habe den Steg wieder gefunden. War einfacher als ich dachte. Ich denke mal, das ist der große Strand. Der ist nur hier gerade etwas überflutet. Guckt mal den Jungen da an. Lustig. Ja, das ist echt Wahnsinn hier. Im Sommer bestimmt hier komplett voll mit Leuten. Aber kein Schatten. Auch in die Richtung alles Strand. Also von hier bin ich nicht gekommen. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen Sand im Getriebe. Also in der Gangschaltung, aber halb so wild. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich bin wieder auf Kurs. Ich bin zurück und ich muss gestehen, am Ende musste ich noch das Navi einschalten, ich habe mich doch verfranst. Aber wunderschön hier und dank der Ace Pro, die ich letztens vorgestellt habe, kann ich selbst hier bei Dämmerung die wunderschönen Lichter und sowas alles perfekt aufzeichnen. Ja, und ich glaube, die Aufnahmen sind sehr gelungen. Ich werde jetzt mal noch was einkaufen gehen und dann mache ich mich schon Bett fertig, also relativ zeitig. Mal sehen, ob ich einschlafen kann. Den Schlafsack zeige ich euch dann morgen, wenn es dann hell ist. Da könnt ihr den auch mal sehen und dann kann ich euch mitteilen, wie ich drin geschlafen habe. Ich glaube, das ist ein Daunenschlafsack. Ich werde mit Sicherheit sehr gut drin schlafen. Geht gar nicht anders, weil der ist extra für solche Temperaturen gedacht. Direkt hier an dieser Straße, wo diese coolen Lichter sind und das eigentliche Leben sich abspielt, befindet sich Ristorante Pizza irgendwas und direkt daneben eine Bäckerei. Konditorei und da drinnen wiederum, ich habe den Vornamen ja nicht merken können, aber wir gehen gleich mal rein, wir begrüßen ihn mal. Das ist der Käufer von den Dudes, Scooter. Und ich habe ja vorhin schon was gegessen, das müsst ihr unbedingt probieren, das zeige ich euch mal. So, und zwar möchte ich euch hier diese Berliner empfehlen. Ich habe vorhin diesen probiert, also diesen hier mit Raffaello. Ey, das war echt genial. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Berliner Sorten gibt. Baileys. Erdbeer, hier drüben geht es weiter, Schokolade, Crispy Karamell, Vanillecreme und Pflaume. Ja, also ich meine, kostet zwar hier 2 Euro das Teil, aber es schmeckt so gut. Ich werde wahrscheinlich dann noch ein essen. Hier ist er, grüß dich. Hi. Zum zweiten Mal für die Kamera. Freut mich, hallo, guten Tag. Du bist glücklicher neuer Besitzer des Duots, Scooter. Genau, so ungefähr, ja, genau, richtig. Hast du schon eine Probefahrt gemacht? Ja, war super toll, also es geht ab wie eine Rakete, ne? War sehr, sehr gut, ja. Übertreib's nicht, fahr immer im Privatgelände, genau. Auf jeden Fall, sowieso nur. Ja. Ja, und das ist hier dein Geschäft, oder? Genau, das ist die Jollunder Bäckerei, wir haben hier leckere Kuchen, Brötchen, Kaffee, alles dabei. Von groß bis klein, Bio und auch konventionelle Backwaren. Ja, nicht so viel Werbung, aber hier diese Berliner. Genau, die sind ganz ja lecker. Ganz besonders. Gibt es die nur bei dir oder wo hast du? Die gibt es nur bei uns, machen wir alle selber. 7 verschiedene Sorten, die ganze Nacht produziert. Ganz, ganz lecker, einzigartig und einmalig. Super, darf ich noch einen probieren? Ja, klar, hättest du gerne mal wieder. Na, hier dieser Bailey, glaube ich. Ja. Ist doch besonders Bailey, schön. Ja, gerne mal wieder. Ja? Das mache ich gerne. Also, das ist wirklich so lecker. Ich danke dir. Bitte schön, mein Lieber. Guten Appetit. Danke, danke. Guten Morgen. Ich sehe etwas eigenartig aus, aber das ist der Night-Modus. Es ist nämlich früh, irgendwie kurz nach um 5. Ja, ich wollte so zeitig losfahren. Heute ist Silvester und ich habe ja noch 5, knapp 6 Stunden bis nach Hause. Und je zeitiger ich fahre, je freier sind die Straßen. Trotzdem wollte ich euch noch mitteilen, wie ich geschlafen habe. Der Schlafsack ist auf jeden Fall ausreichend warm. Es sind 6 Grad Celsius und ich habe nicht gefroren, im Gegenteil, es war sogar ein Tick zu warm am Anfang. Also ganz am Anfang hatte ich ja kalte Füße, bin reingekrochen.
ist ja ein Mumium-Schlafsack. Dadurch werden die Füße ziemlich schnell warm. Also eine halbe Stunde hat es gedauert. Ja, aber ich habe halt gemerkt, heute früh ist es echt warm. Also ich war komplett, es hätte kälter sein können. Wir hatten ja 6 Grad Celsius und bei 0 Grad wäre es wahrscheinlich ebenfalls noch warm gewesen. Ich muss das Ganze noch testen bei 0 Grad Celsius und wir werden auf jeden Fall nochmal im Hellen den Schlafsack anschauen. Ich habe den selber noch nicht gesehen, wie er aussieht. Ich weiß nur, er ist rot, weil ich habe ihn im Dunkeln ausgepackt und jetzt ist es ja auch noch dunkel. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ich gehe nochmal schnell einen Kaffee trinken, fahre dann zurück und werde noch jemanden besuchen auf dem Rückweg. Lasst euch überraschen, dann mache ich die Kamera nochmal an. Bis gleich. Die ersten 400 Kilometer auf der Rückfahrt habe ich geschafft. Und wo bin ich? Guten Morgen. Hallo. Na Morgen. Na Jörg. Siehst gar nicht so ausgeschlafen aus. Nee, ich habe auch gerade aufgehört, weil du geschrieben hast, bist gleich da. Da musste ich mich jetzt beeilen. Wir sind noch schnell mit dem Hund gewesen und jetzt, ja, können wir noch schön Kaffee trinken. Genau, und ich wollte eigentlich jetzt noch schnell den Schlafsack zeigen und da hast du gleich im Weiten gesagt, den kennst du doch. Den kenne ich auch. Wir haben bisher bloß getestet, wo es sehr warm war, aber da war es schön warm. Ne? Da war er schön warm. Wie viel Grad hattet ihr? Oh, ich weiß nicht, so 10, 12 Grad oder so. Also 10, 12, ne? Ich hatte 6 Grad, es war auf jeden Fall auch noch zu warm. Also ich hatte aber die Sachen hier an, ne? Hose, langen Pullover. Ja, Daunen halten schon schön warm. Daunen, das ist eben das Krasse hier. Ne? Da ist wirklich nicht viel Gewicht. Daunen machen es halt. Gebt das mal hier hoch, ich will das mal hier zeigen. Das hier ist mir nachts aufgefallen. Ja, was ist das? Das kenne ich nur von dem hier. Ich habe das noch nirgendwo gesehen. Das sieht aus wie zwei. Nee, aber das, jetzt nicht sehen, wie das aussieht. Hast du das nicht gemerkt beim Schlafen? Nee. Wenn du nämlich hier drin liegst, dann liegt das hier so auf der Schulter, ne? Na, hier so egal wie, also das dichtet nochmal ab von oben. Und das ist das Besondere an dem Schlafsack, würde ich jetzt mal behaupten. Zudem fand ich ihn auch sehr bequem, trotz dass es ein Mumienschlafsack ist, also oben von der Schulterbreite. Und auch an den Füßen ausreichend Platz bei 1,82 Meter. Wieso muss denn eigentlich mein Lüfter die ganze Zeit nebenbei? Weil es kalt ist. Ich bin geheizt. Ja, ich werde den Schlafsack nochmal bei kälteren Temperaturen testen. Jetzt trinken wir bestimmt noch einen Kaffee. Machen wir, klar. Deswegen bin ich hier. Es ist übrigens Silvester, ne? Ja. Schön ruhig jetzt gerade. Eine Stunde habe ich Zeit. Na gut, und dann geht's nach Hause. An der Stelle endet auch das Video. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und euer Marco und guten Rutsch wünsche ich euch. Ja, ich auch. Dann tschüss.